So, Tagesordnungspunkt 12, koordinierter IT-Support für Flensburger Schulen. Ich verweise auf die Ratzer Jochen Haut, SPD-Fraktion. Ja, Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, ich mache es auch in diesem Falle recht kurz und knapp. IT ist etwas, was unser Leben bestimmt, und zwar ganz, ganz gewaltig. Wir haben es gerade vor kurzer Zeit gesehen, dass auch IT lahmgelegt wurde durch eine Möwe, die es geschafft hat, eine gesamte Stadt stromlos zu machen. Ein Horrorszenario, was einige vielleicht auch schon befürchtet haben, war es nicht so ganz, aber es gibt andere Horrorszenarien. Ich weiß nicht, ob jemand das Buch Blackout gelesen hat, wenn nicht, empfehle ich es jedem. Es ist ein Buch, was ich erst gar nicht lesen wollte und nachher nicht aus der Hand lesen konnte. Und da wurde mir manchmal ein bisschen Angst und Bange, wenn ich dran denke, was wir heute mit unserer IT anrichten. So, Angst und Bange wird mir aber auch, wenn ich weiß, was in den Schulen an Werten steht, die wir dort haben, die von Hobbyleuten betreut werden. In vielen Bereichen. Ich sage es wirklich so. Ich fange mal anders an. Es wird unheimlich viel gemacht und es wird auch unheimlich viel Positives gemacht, aber es passiert auch sehr viel Negatives. So, und wenn wir jetzt hier unseren Antrag einbringen, dass wir das zentral machen wollen, dann sind das Fachleute, die es betreuen. Und ich denke, im Endeffekt wird das der Stadt auch Geld sparen, im Gegensatz zu dem, wie es heute gemacht wird. Wir können alles Mögliche zusammenfassen, dass wir auf einheitliche Geräte kommen, wo die Leute wirklich fit drin sind. Und wenn wirklich etwas ist, dann können wir Fachleute ranholen, die es machen und nicht die Leute, die es so betreuen. Also ich würde mich auch hier freuen, wenn unser Antrag mit breiter Mehrheit am besten sogar einstimmig durchkommt. Schönen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Dewanger, WIF-Fraktion, bitte. Oh, ich habe das nicht gesehen. Entschuldigung. Wenn Sie vorher waren, natürlich. Herr Dr. Sabbat, bitte. Entschuldigung. Frau Stadtpräsidentin, meine Damen, meine Herren. Ganz kurz aus Sicht der Verwaltung. Wir sehen dort auch deutlich den Bedarf an einem IT-Support. In den letzten Jahren hat sich auch in den Schulen da sehr viel entwickelt. Diesen klassischen Computerarbeitsraum wird es vielleicht irgendwann auch nicht mehr geben. Wir sind jetzt schon auf dem Weg zu Laptopwagen, um auch die Räume anders zu nutzen, bis hin zu Bring Your Own Device, dass die Schüler und die Lehrer auch ihre eigenen Geräte mitnehmen. Und da entsteht derzeit auch in den Schulen eine große Vielfalt der IT-Nutzung, die auch entsprechend unterstützt werden muss. Wir hatten dazu auch Gespräche mit dem Ministerium für Schule und Berufsbildung geführt und dort ist man ganz klar der Auffassung, das ist Schulträgeraufgabe. Wir werden wahrscheinlich auch rechtlich gar nicht um diese Aufgabe herumkommen. Die Stadt Neumünster hat derzeit schon 3 städtische Mitarbeiter aus ihrem IT-Pool für den IT-Support an Schulen abgestellt, ohne noch auf den WLAN-Ausbau einzugehen. Und vergleichbar anhand der städtischen Schulen ist Neumünster durchaus. Was wir allerdings nicht garantieren können, dass wir ein Konzept bis zum Ende des 4. Quartals 2015 vorlegen. Ich hatte heute ein Gespräch mit der IT-Abteilung, mit Herrn Dr. Ott. Das Thema ist doch recht komplex. Und wir müssen, wenn wir es vernünftig machen wollen, zunächst einmal eine umfangreiche Bestandsaufnahme und Umfrage durchführen. Nur als Beispiel genannt, was haben wir für Netzwerke, was haben wir für WLAN-Netze, was haben wir für Software, wie wird die Software verteilt eingespielt, welche Betriebssysteme, welche Rechner und so weiter. Wer betreut denn, wie wird denn betreut, welche Server haben wir? Das sind technische Details, da können sich die Fachleute am besten mit aus. Danach werden wir uns vor Ort mit den Kollegen aus Neumünster zusammensetzen und werden einen Abgleich der Voraussetzungen vornehmen, zu sehen, ist denn das wirklich vergleichbar. Und dann wird natürlich auch noch ein Beteiligungsverfahren der betroffenen IT-Lehrer an den Schulen stattfinden müssen. Und die müssen wir mitnehmen. Es ist nicht nur eine wahre Freude für die jetzt betreuenden Lehrer, alles abzugeben, sondern man hat sich da auch teilweise individuell etwas aufgebaut, was auch gerne erhalten bleiben möchte. Danach muss es zur Formulierung der Anforderungen kommen und jetzt wird es interessant, da würden Leistungen beschrieben, da wird Personalumfang beschrieben und da wird dann auch Kosten beschrieben werden und letztendlich auch eine Empfehlung zur Umsetzung und dann sind wir soweit. Allerdings, nach Rücksprache mit der IT können wir Ihnen nicht garantieren, dass wir das bis zum Ende 2015 schaffen. Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Dewanger, WIF-Fraktion, bitte. Frau
Stadtpräsidentin. Ja, an und für sich ein schöner Antrag, über den man nicht wirklich lange diskutieren muss. Auch da wieder schade, dass ich am 8. Juli nicht im Bildungsausschuss war und unser Antrag in die erste Lesung ging, weil die sich eigentlich gut ergänzend zusammenpassen. Ich war davon ausgegangen, dass der Sachverstand im Bildungsausschuss ausreicht, um das zu erkennen, beide Anträge zusammenzupacken und vernünftig zu bearbeiten. Hat nicht geklappt. Nun wird es beim nächsten Mal nachkommen. Es ist nicht wirklich schädlich, vollkommen richtig. Aber warum nur Schmerzlinderung, wenn man auch tatsächlich gestalten kann? Und deswegen bitte ich nur zu beachten, aber Herr Sappert hat es schon ganz richtig erwähnt, er hat schon viele Fragen genannt, die unser Antrag, der noch in der ersten Lesung steckt, mitbehandelt. Er hat auch bereits gesagt, dass das Zeitfenster sehr ambitioniert ist. Das sehe ich genauso. Insofern bin ich guter Dinge, dass unser im Bildungsausschuss noch hängender Antrag demnächst als Arbeitsauftrag dazukommt und dann tatsächlich ein Gesamtpaket draus wird, so wie es Sinn macht. Um es für die, die es noch nicht kennen, weil sie nicht im Bildungsausschuss sind, einmal klarzustellen, unser Antrag erweitert diesen Konzeptauftrag um den Faktor Netzanbindung, also beispielsweise eben Glasfasernetzanbindung. Wenn die Stadtwerke schon verlegen, dann kann man auch gucken, dass die Schulen den Anschluss kriegen. Zweitens die WLAN-Netze in den Schulen, die gesamte Infrastruktur bezüglich IT an den Schulen. Und als viertes medienpädagogische Aspekte, die nicht zu vernachlässigen sind und die gerne mal hinten runterfallen, weil man immer nur auf die Technik schaut. Aber es ist eben nicht nur eine Technik, sondern es ist eine bewusstseinsgestaltende Technologie. Deswegen sind die pädagogischen Aspekte nicht zu vernachlässigen. In der Tat, auch das hat der Sappert richtig angesprochen, wir haben keine einheitliche Schullandschaft, was die PCs und Tablets und so weiter dort betrifft, sondern einen ziemlichen Flickenteppich. Und darum, denke ich, müssen wir erst recht drüber hinausgehen, nicht nur den Support dessen, was da ist, zu sicherzustellen. So, das ist ein wichtiger Schritt, der den Schulen schon weiterhelfen wird, aber wir müssen viel weitergehen. Wir müssen die Schulen vernünftig aufstellen, damit es in Zukunft auch wertvolle und attraktive Schulen sind, die auf dem Stand der Technik sind, in der Ausbildung der Kinder, damit wir Nachwuchs für unseren Wirtschaftsstandort haben. Und es kann nicht angehen, dass an einem Gymnasium mit Tablets gearbeitet wird, die dann ein Unternehmen sponsert und die sich ganz toll darstellen in der Klasse damit und am nächsten Gymnasium sitzen sie auf Windows 95 Rechnern rum, wo die Schüler nur sagen, die fassen wir nicht an, die warten wir auch nicht. Ja, den drücke ich den Knopf und dann muss ich eine halbe Stunde warten, das tue ich mir nicht an. Ja, also diese Gefälle zwischen den Schulen tun unserer Bildungslandschaft überhaupt nicht gut und deswegen müssen wir viel weiter gehen, als der hier vorliegende Antrag das macht. Ich werte ihn als ersten Schritt und als Zeichen des Willens, gemeinsam in diese Richtung zu gehen und in der Perspektive stimme ich ihm dann auch zu. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Somit kommen wir zur Abstimmung der Ratsvorlage 66 aus 2015. Wer stimmt dieser Vorlage zu? Wenn ich das richtig sehe, ist das einstimmig. Zur Kontrolle noch. Niemand dagegen und niemand enthält sich. Ist die Vorlage einstimmig angenommen? Tagesordnungspunkt 13, erster Nachweis über und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2015. Ich verweise auf die Vorlage. Ich sehe auch keine Wortmeldungen. Deshalb bitte ich um ein Zeichen, wer dieser Vorlage zustimmt. Das ist, wenn ich richtig sehe, auch einstimmig. Zur Kontrolle. Dagegen ist niemand. Enthalten wird sich auch niemand. Einstimmig angenommen. Tagesordnungspunkt 14, Abschluss von Forward-Darlehen für umzuschuldende Darlehen. Ich verweise hier auch auf die Vorlage. Herr Brüggemann wird die Vorlage einbringen. Nee, wir sind hier. Entschuldigung. Ich verweise auf die Vorlage. Ich sehe auch keine Wortmeldungen, deswegen bitte ich um ein Zeichen, wer dieser Vorlage zustimmt. Und das ist auch wieder sehr einfach, das ist einstimmig, keine Enthaltungen, keine Nein-Stimmen. Tagesordnungspunkt 15, attraktive Kommunalpolitik, Kompetenz der Fachausschüsse für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Herr Bürgermeister Brüggemann wird die Vorlage einbringen. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren.
attraktive Kommunalpolitik, Kompetenz der Fachausschüsse für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Ein sehr sperriger Titel für ein Ziel, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Finanztechnisch spricht man gerne von dezentraler Ressourcenverantwortung. Ich möchte aber eher von der Verknüpfung von Fach- und Finanzverantwortung reden. In speziellen Fällen der unterjährigen Haushaltsdurchführung soll nicht mehr der Finanzausschuss als so eine Art Überausschuss die Finanzierungsantworten geben, sondern der Fachausschuss, der in seinen Budgets eigenverantwortlich umschichten kann. Damit wird der Fachausschuss im Rahmen eines beschlossenen Haushaltsplanes so eine Art kleiner Finanzausschuss. Wir werden in den festgelegten Budgets agieren. Wir werden das Fachliche in einem ersten Schritt nicht mehr entkoppeln können von der Finanzierungsfrage, zumindest unterjährig. Ich begrüße das. Die Frage der Finanzierung ist maßgeblich für die Umsetzung fachlicher Programmatik, gerade wenn wir die Nachhaltigkeit unserer Haushaltsführung im Blick haben wollen. Das heißt nicht, dass wir uns mit dieser Neuregelung Handlungsspielräume verlieren. Mitnichten. Unterjährig wird es möglicherweise etwas schwieriger sein, Neues mit einer außerplanmäßigen Ausgabe auf die Schiene zu stellen. Geschärft wird aber unser Blick auf die Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Haushaltsausstellung. Hier sind die Ansatzpunkte für die kommunale Selbstverwaltung gestalterisch, programmatisch tätig zu werden, natürlich mit finanzpolitischem Weitblick. Am Abschluss des Verfahrens steht ein Haushaltsbeschluss der Ratsversammlung, der dann auch die eine oder andere Initiative beinhalten wird. Die Haushaltsdurchführung, die Umsetzung dann, ist in erster Linie Angelegenheit der Verwaltung im Rahmen des beschlossenen Haushaltes. Damit wäre dann eigentlich ein Thema durch. Meine Damen und Herren, attraktive Kommunalpolitik, wir sind auf dem besten Wege. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr, deshalb kommen wir zur Abstimmung. Oh, Entschuldigung, Herr Dr. Dewanger, WIF-Fraktion. Ich war zu schnell. Ich stolper dabei, Frau Stadtpräsidentin, ich stolper dabei eigentlich nur über einen Nebensatz beziehungsweise einen Deckungsvorschlag aus der Finanzabteilung vorliegt. Das ist sehr offen formuliert. Was kann das praktisch bedeuten? Wir sitzen, ich nehme es mal plakativ, die Vertreter sitzen im Super und da wird jetzt eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe über 25.000 Euro notwendig, die man dem Oberbürgermeister empfehlen will, soll. Und die Verwaltung sagt, ja, die Ausgabe ist gedeckt durch einen anderen Posten. Nennt irgendwelche Ziffern etc. im Haushalt, Fachbereich, EI, was auch immer. Und dann sagen die Superleute, ja, wunderbar, genehmigen wir, weiß ein tolles Projekt. Und im Kulturausschuss erfahren wir dann, dass an unserer Stelle irgendwie das Geld, was eigentlich für was anderes vorgesehen wurde, weggenommen wird, weil die Finanzverwaltung das als Deckungsvorschlag eingebracht hat. Oder kann das dann nicht passieren? Ist das ausgeschlossen mit dieser Regelung? Ich habe da so meine Zweifel. Ja, es erhöht die Attraktivität, wenn man über Geld entscheiden darf. Ich persönlich finde, dass diejenigen, die das brauchen, um Machtempfinden zu haben und in die Politik zu gehen, falsch sind in der Politik. Es sollte um Sachfragen gehen, nicht um Geld und Macht als Selbstzweck. Ja. Aber vor allem, wenn das möglich ist, dann wird es sehr intransparent für die ganzen Ausschüsse. Und dann macht es schon Sinn, einen Finanzausschuss zu haben, der alle Teilhaushalte im Blick hat und sagt, wo kommt eigentlich der Gegenvorschlag her? Was heißt das denn, wenn der daherkommt? Können die Fachausschüsse das tatsächlich fundiert und begründet abschätzen? Ja, das andere, wenn das aus dem gleichen Teilhaushalt ist, das haben die ja im Blick, das ist nicht das Problem. Nur dieser Halbsatz ist es, bei dem ich stutzig werde und Bauchschmerzen kriege. Das Wort hat Bürgermeister Brüggemann. Zur Erläuterung, Deckungsvorschläge, die dann von der Finanzabteilung mit abgestimmt werden, das sind dann normalerweise, das sind dann die Deckungsvorschläge, die aus allgemeinen Deckungsmitteln kommen. Das ist dann der Teilhaushalt 9, das sind dann möglicherweise Steuereinnahmen, Finanzausgleichszuweisungen. Wenn Sie sich heute angucken, im letzten Finanzausschuss das Thema Mehrbedarf im Flüchtlingsbereich, haben wir gedeckt aus der Konsolidierungshilfe. Das sind allgemeine Deckungsmittel, deshalb abgestimmt mit dem
mit der Finanzabteilung. Das heißt, in den Fällen ist es nicht so, dass man in die Teilhaushalte der Fachausschüsse reingreift. Es gibt Ausnahmen. Das ist vor allem im investiven Bereich der Fall. Wenn wir dort einen Mehrbedarf haben an einer Stelle investiv, dann gucken wir natürlich, wo sieht es in anderen investiven Bereichen aus. Da gehe ich natürlich auch in die Fachbudgets. Da gucken wir aber, können wir diese investive Maßnahmen in diesem Jahr noch umsetzen? Auch geschehen jüngst, wo es darum geht, müssen wir jetzt oder können wir das Feuerwehrfahrzeug, was wir bestellt haben, wird das dieses Jahr noch umgesetzt? Wurde jüngst jetzt im Finanzausschuss, kann 2015 nicht mehr umgesetzt werden, wurde beauftragt, wird umgesetzt 2016 und da haben wir eine Lösung gefunden, dass wir über eine Verpflichtungsermächtigung 2016 das Problem gelöst haben, weil wir 2015 nicht mehr realisieren konnten. Das sind die einzigen Fälle, in denen dann man andere Fachbereiche, Fachausschüsse, andere Teilhaushalte belastet, aber dann auch in Abstimmung, weil es nicht mehr umzusetzen ist in diesem Jahr. Eine Frage oder eine Wortmeldung? Ja, eine Frage, Nachfrage. Eine Nachfrage? Aber ich gehe noch vorne. Auf die Deckungsmittel können aber alle Fachbereiche zugreifen. Wie wird sichergestellt, dass jeder einzelne Fachausschuss dann den Überblick hat, welche Fachbereiche wie auf diese Deckungsmittel zugreifen und wie viele noch da sind? Den Überblick hat ja der Finanzausschuss, das ist ja auch sein Job, den zu haben. Oder sind die Deckungsmittel unbegrenzt und ist das egal? Das ist eine Fragestellung, die wir in der Finanzabteilung dazu klären haben. Wo liegen Deckungen da? Wir gucken uns ja an, wir haben einen Haushaltsplan. Dann gucken wir, wie läuft das Haushaltsjahr. Es gibt dann ein Tertiärbericht neuerdings. Da zeigt sich dann, wo wir Spiel haben. Möglicherweise bei den Steuern, möglicherweise nutzen wir auch die Ausgabeansätze bei den Zinsen nicht so. Das ist jetzt in der jüngsten Vergangenheit immer so gewesen. Und da ist der Überblick der Finanzabteilung. Deshalb geht es hier auch darum, dass dann diese Vorschläge mit der Finanzabteilung abzustimmen sind. Wir stimmen das dann ab mit dem Fachbereich und dann wird in der Fachbereich das im Finanzausschuss, im Fachausschuss vorstellen. Das heißt, die Übersicht ist in der Finanzabteilung und ich hätte mir gewünscht, dass wir diese fachliche Diskussion im Finanzausschuss gehabt hätten und nicht in der Ratsversammlung. Das hätte ich mir auch gewünscht, nur bin ich nicht im Finanzausschuss. Darum muss ich meine Fragen hier stellen, weil ich habe mein Mandat hier. Da können Sie den Kopf schütteln, ich bin genauso gewählt und Mitglied dieser Ratsversammlung wie alle anderen auch. Ja. Und ich finde schon, dass das ein kritischer Punkt ist, bei dem ich einfach Klärungsbedarf habe und Sie können es in die Länge ziehen, indem Sie mich unterbrechen. Ich kann auch Exkurse anführen oder einfach mal eine Frage stellen. Wir sind ja auf einem guten Klärungsweg. Ich möchte einfach nur wissen, wie Sie sicherstellen, dass die Fachausschüsse, die Vertreter in den Fachausschüssen diesen Überblick über die Deckungsmittel etc. dann haben. Oder werden die Vertreter in den Fachausschüssen den Vorgaben und Entscheidungen der Verwaltung dann blind vertrauen müssen, weil sie das dann abarbeiten, abstimmen. Also wie soll das sichergestellt werden? Der vorvergangene Abstimmungsprotokoll in der Ratsversammlung. Nachweis über und außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung für das Haushaltsjahr 2020. Gut, also so wie auch in der Ratsversammlung über und außerplanmäßige Mittel verabschiedet werden mit einer ganz normalen Vorlage, wo Begründung etc. drin. Vielen Dank dafür. Das Wort hat jetzt Ratsherr Thomas Detlefsen, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, meine Damen und Herren, ich finde das sehr gut. Ich hätte das für mehr Kompetenz der jeweiligen Fachausschüsse gerne. Wir haben das ja auf dem Wege diskutiert. Das geht im Moment nicht. Und ich möchte hier, damit kein falscher Eindruck entsteht, ganz deutlich mal unterstreichen, bei außerplanmäßigen Ausgaben spielen wir das Spiel ja so ein bisschen schon. Ich fühle mich hervorragend durch die Finanzabteilung informiert. Das Problem, was hier angeschnitten worden ist, ist, glaube ich, in erster Linie gar kein Überblicksausschussproblem, sondern ein Zeitleistenproblem. Wenn Sie im Februar eine Deckung machen über etwas, wissen Sie ja noch nicht, was im März, April, Mai, Juni eventuell zu decken ist. Das Problem ist kein Ausschuss, sondern ein Zeitleistenproblem. Das heißt, dieses Problem existiert jetzt auch, nach meinem Empfinden, wenn Sie kaufmännisch denken, Herr Dr. Dewanger, auch. Das können Sie also mit diesem, das ist kein Gegenargument. Ich fühle mich hervorragend bei diesen Vorschlägen informiert.
gut dargestellt und daher finde ich, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ich würde am liebsten viel mehr Budgetkompetenz der Fachausschüsse, denn das ist genau das, was ich mir darunter vorstelle. Verantwortliches Handeln in den Ausschüssen. Aus allen Konsolidierungsprozessen habe ich immer, als ich im Finanzausschuss Vorsitz hatte, den Vorwurf des Überausschusses empfunden, vorgehalten bekommen und ich kann ihn sogar fühlen. Und davon müssen wir weg. Die Fachausschüsse wissen am besten, wo sie sich bewegen können. Und wenn sie von Anfang an die Verantwortung auch kriegen, dann können sie auch ordentlich arbeiten. Danke. Vielen Dank, Herr Dierlis. Keine weiteren Wortmeldungen mehr, deshalb kommen wir zur Abstimmung der Ratsvorlage 77 aus 2015. Wer stimmt dieser Vorlage zu? Wer stimmt gegen diese Vorlage? 1, 2, 3, 4. Und wer, Dankeschön. Und wer enthält sich? Eine Enthaltung. Bei 21 Ja-Stimmen, 4 Nein und einer Enthaltung ist die Vorlage angenommen. Wir kommen zur Beschlussvorlage Ratsversammlung 76 aus 2015. Der EU-Kooperation, das EU-Kooperationsprogramm Interreg 5a Deutschland-Danmark 2014 bis 2020. Ich verweise auf die Vorlage und sehe auch keine Wortmeldungen, deswegen bitte ich um ein Zeichen, wer für diese Vorlage stimmt. Und das ist einstimmig. Vielen Dank. Keine Nein, keine Enthaltungen.